Ja, hallo meine Lieben, hier ist das verrückte Spiri-Orakel mit dem verrückten lieben Micha. Und ja, ich hatte schon mal probiert, ein Orakel aufzunehmen, aber da habe ich gemerkt, dass die Energien... Warte mal. Dass die Energien ja, zum Legen nur für mich ausreichen und dass das Blatt, was ich da gelegt habe, dann nicht für die Allgemeinheit ist, sondern nur für mich. Aber jetzt habe ich wunderbare neue Karten und Energien von oben bekommen, von der geistigen Welt und von Mutter Erde. Und ich wollte sie euch vorstellen, und zwar einmal mit dem, warte mal, ranzoomen. Neuen Orakel, was mir zugeschickt wurde von Doreen Virtu, der Engeltherapie-Orakel. Wunderschöne Karten, nur zu empfehlen und gute Energie. Und die Buddeline ist natürlich auch wieder dabei, das von Doreen Virtu, das Einhorn-Orakel, auch wieder mit 44 Karten, auch wunderschön, werdet ihr ja gleich sehen. Ich stelle sie euch vor. Und es ist eine Allgemeinlegung vom 14.12., ne? Ich glaube, wir haben 14.12. bis zum 31.12., das heißt bis zum Silvestertag, wo wir uns sind alle vereinen und das alte Jahr und die alten Geister verabschieden und das neue begrüßen werden. Und wir ziehen die erste Karte für uns alle. Die Kristalle liegen da, Buddeline ist da und genau. Ich stelle euch mal die Karten vor. Ja, also wow. Und die erste Karte für uns Menschen weltweit ist, wir sollen bereit sein, sei bereit zu vergeben. Wir sollen bereit sein zu vergeben. Sowieso. Also wir sollen bereit sein zu vergeben, erstmal uns selber und dann weltweit. Bitte die Engel darum. Bitte die Engel darum, deinen Geist und den Körper vom vergangenen Schmerz zu heilen und ihn durch innerlichen Frieden zu ersetzen. Ja, da hilft natürlich auch die Atemübung. Wir atmen die Liebe ein und die Dankbarkeit aus. Wir atmen die Liebe ein und die Dankbarkeit aus. Und das Gleiche kann man natürlich machen. Wir atmen den Frieden ein. Wir atmen die Dankbarkeit aus. Wir atmen den Frieden ein. Und wir atmen die Dankbarkeit aus. Also so ungefähr würde ich das dann auch zur Meditationsübung anwenden. Ja, also die geistige Welt und Mutter Erde ratet uns an. Wir sollen bereit sein zu vergeben. Erst in einem selber und dann weltweit. Ja, den Geist und den Körper zu befreien von vergangenen Schmerz und zu heilen. Und ihn durch innerlichen Frieden zu ersetzen. Herzlichen Glückwunsch an die Menschheit weltweit. Seid bereit zu vergeben. Ziehen wir mal weiter. Vergebung. Vergebung. Das Licht der Engel. Oh, wunderbar. Emotionale Sensitivität. Emotionale Sensitivität. Sensitivität. Ehre, also wir sollen, Menschheit weltweit, wir sollen ehren und respektiere deine höhere Sensitivität. Denn sie ist ein Geschenk an die gesamte Menschheit. An uns alle steht hier. Ne? Also,
Wow. Wow, guck mal. Die andere habe ich gar nicht jetzt ins Bild gehalten. Mache ich gleich nochmal. Was für wunderschöne Karten. Was für eine schöne Energie. Und ja, ehrt und respektiert eure hohe Sensitivität, denn sie ist ein Geschenk an die gesamte Erde, ja, an die gesamte Menschheit, an alle Lebensformen ein Geschenk. Ne? Glückwunsch. Ja, und das Licht der Engel. Warte mal, ich lege das mal hier hin und zeige die andere nochmal ins Licht. Guckt euch das mal an. Was für eine wunderschöne Göttin. Seid bereit zu vergeben. Ehrt und respektiert eure hohe Sensitivität. Es sind doch schöne Botschaften, ne? Ziehen wir mal weiter und die Buddeline grinst ja auch wunderbar. Und wenn ihr genau hinguckt, guckt mal diesen grünen Stein von Vulkan mit der Spirale und die Buddeline betet, respektiert ja, den Aufstieg, den Wandel, die Transformation mit uns allen. Ja, das Licht der Engel sagt noch dazu, also die geistige Welt und die Mutter Erde, wow, das passt zu dem Kristall hier. Die Karte heißt Kristalle. Kristalle. Die geistige Welt und Mutter Erde möchte uns mitteilen, uns Menschen weltweit, das ist ja die Ziehung vom 14.12. bis zum 31.12. Und ja, ich will euch einfach nur diese Karten vorstellen und ja, die Botschaften. Die Energien der Kristalle unterstützen die Menschen und hilft dir deine gegenwärtige Situation, hilft dir bei der gegenwärtigen Situation. Diese Energien der Kristallen unterstützen die Menschen und hilft bei der gegenwärtigen Situation. Also alle Kristalle weltweit, gibt es ja auch unter Wasser, welche, ja, Kristallpyramiden und Kristalle, gibt es überall. So, und diese Energien der Kristalle unterstützen uns Menschen bei der gegenwärtigen Situation. Ist das wunderbar. Und was für eine lichtvolle Göttin. Ich zeige euch sie mal. Ist sie wunderschön? Was? Und ein Arm nach oben, es ist gut ausgeglichen, ne? Ein zur Mutter Erde und ein nach oben zum Himmelreich. Und wie sie lacht. Wow. Oh, schön, ne? Das Licht der Engel. Also die Kristalle, ne? Sag her, Kristalle. Die haben auch ganz viele Informationen, die uns weiterbringen. Also Kristalle können ja viel Informationen, Lichtinformationen speichern. Und deswegen soll man ja nicht nur Kristalle kaufen, sondern man soll auch Kristalle wieder zur Mutter Erde zurückgeben. Jeder hat ja seine eigene Information mit den Informationen, die Mutter Erde dann ja, unterstützen. Wunderschön. Das ist Wahnsinn. Ne? Wunderbar, wunderbar. Kommen wir hier hin, genau, in die goldene Mitte. Und wir ziehen mal weiter. Und jetzt kommen die Einhornkarten. Ja, wunderschön. Jetzt kommen die Einhornkarten. Und die Einhörner wollen uns mitteilen. Die Einhörner bringen etwas zu Ende. Also wir Menschen sollen bitte etwas zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Wir haben etwas Wichtiges begonnen. Bring es jetzt zu Ende. Also die Einhörner raten uns an. Wow, wunderschön, ne? Bring etwas zu Ende. Lacht sogar Buddeline dabei. Bring etwas zu Ende. Ja, und hier. Also, wir haben etwas begonnen. Wir haben etwas begonnen, was wir zu Ende bringen sollen. Und guck mal, so schön, rosa Pferd. Ein Baby, ne? Ein Baby-Einhorn. Pegasus-Baby. Ja, wir sollen es zu Ende bringen, ja? Die Zeit ist reif. Schöner Hinweis.
und wunderschöne Karten. Bring es zu Ende. Und nach dem Ende ist ja wieder ein Anfang, ne? Immer wieder. Ewige Kreislauf des Lebens. Ja, super. Legen wir sie hier hin und ziehen mal weiter. Wow. Schöne Botschaften. Elternliebe. Die Elternliebe. Wow. Wunderschön. Ja, zur Weihnachtszeit sowieso, ne? Wird alles so besinnlich und friedlich. Das sollte eigentlich das ganze Jahr so sein und nicht nur immer zu Weihnachten. Deswegen finde ich das Fest der Weihnachten eigentlich ein bisschen geheuchelt. Ich erinnere mich als Kind, da war der Nikolaus echt. Ich glaube, da gibt es eine Geschichte hinter. Aber die Weihnachtszeit ist doch vom Kommerz gemacht. Und da war ich als Kind schon erschüttert. Und da hat man uns eben mit Geschenken gelockt. Und dann gibt es mehr Geschenke und bla bla. Ja, und so haben sie uns Kinder dann auch bekommen, überreden können, genau. Nee, aber der Nikolaus ist echt und der Weihnachtsmann ist eine Illusion, eine erfundene Geschichte der Menschen. Ja, wunderbar, ne? Elternliebe, ich lies mal vor. Egal, was du tust, also egal, was wir tun, wir Menschen weltweit, die Eltern lieben uns von ganzem Herzen. Ja, das sowieso. Also egal, was du tust, ne, oder was wir tun, unsere Eltern lieben uns vom ganzen, ganzen Herzen. Ja, und wir lieben unsere Eltern vom ganzen, ganzen Herzen. Ja, schöne Botschaften der geistigen Welt. Für den 14.12. bis zum 31.12. Ja, 2016. Noch, wir ziehen mal weiter. Beide Buddelinie, die immer noch grinst, über beide Backen, wie so ein Honigkuchenpferd, ne? Hallo und leb wohl. Ui, hallo und leb wohl. Huhu, hallo, 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 huhu, hallo. Und leb wohl. Was für eine prachtvolle Karte. Mit dem Schloss. Prinzen und Prinzessinnen, Engel. Wow. Ich lies mal vor. Du wirst bald sehen. Wir werden bald sehen. Geliebte Menschheit, wir werden bald sehen, dass die Veränderung positiv ist. Für alle Menschen, die noch Angst haben oder ein komisches Gefühl im Bauch. Nein, hier ist die Antwort von der geistigen Welt. Wir werden bald sehen, dass die Veränderung positiv ist. Wow. Wir werden bald sehen, dass die Veränderung... Hallo, du da, der das gerade hier versucht zu lesen. Ups. Ich muss mal gucken. Also ich glaube, man kann es trotzdem lesen. Ne? Mal gucken. Zoomer. Ja, wir werden bald sehen, also ich habe es auch vorgelesen, dass die Veränderungen für uns positiv sind. Hallo und leb wohl. Glückwunsch. Und wir ziehen mal weiter. Das Einhorn hoch. Schöne, schöne Karten. Ja, und ich kaufe natürlich weiter. Weil das tut ja auch mir gut. Und wir schauen mal. Und die Einhörner wollen uns mitteilen, die Vorstellung. Wow. Ein prachtvolles Einhorn. Und da ist eine Elfe im Hintergrund mit einem Blumenstrauß. Die Vorstellung. Was würdest du sehen und fühlen und denken, falls dein Wunsch wahr wird? Also, geliebte Menschheit, was würdest du denn sehen und fühlen und denken, wollen oder wahrnehmen, falls dein Wunsch wahr wird, falls unsere Wünsche wahr werden? Was würdest du sehen, fühlen und denken in diesem Moment dann, falls deine Wünsche wahr werden? Ja, diese Frage können wir uns mal alle, jeder für sich vorm Spiegel selber stellen. Was würdest du sehen, fühlen und denken, falls dein Wunsch wahr werden würde, weltweit? Mhm.
euch diese wunderbare Karte an. Wow, die Vorstellung. Nun, was würdest du denken, fühlen und sehen? Was würdest du sehen, fühlen und denken, falls dein Wunsch wahr wird? Wunderschön. Und das hier mit dem Blumenschloss, die Elfe, Schloss, ne, die Vorstellung hat begonnen. Glückwunsch. Wir legen das mal gucken. Genau. Hier wieder so ran und ziehen die letzte Karte von dem Einhorn-Orakel. Und wir schauen mal. Das Licht, oi, das passt. Das Licht, geliebte Menschheit, das Licht. Oh, ist das Wahnsinn. Wunderschön, das Licht. Das Licht, 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 kein Licht, Licht, Licht. Oh, so ein bisschen. So, und ich lies mal vor. Ah, da ist das Licht. Ich hab's. Oh, da ist es. Fang das Licht. So. Sich das Licht in dir, sieh das Licht in dir selbst und allen anderen Lebewesen weltweit. Ja, das sowieso. Also das sage ich euch ja auch immer wieder, geliebte Menschheit. Licht, das Licht, das Licht, das Licht. Und hier, sieh das Licht. Sieh das Licht in dir selbst und allen anderen Lebewesen weltweit. Ja. Sieh das Licht in allem, was ist, um dich herum. Sieh, mach, also das dritte Auge, mach, sehe das Licht in allem, was um dich herum ist. Was für eine Energie. Licht. Glückwunsch, ja. Und ich hoffe, das verrückte Spiri-Orakel hat euch gefallen. Vom 14.12. bis zum 31.12. Ich fand, diese Botschaften waren wichtig. Deswegen habe ich sie auch gelegt. Jetzt hatte ich auch die Energie dazu. Ich fand es auch sehr schön. Ich war sehr überrascht. Die Botschaften. Und dass wir keine Angst haben sollen, dass es positiv für uns alle ausgehen wird. Auch wenn es überall gerade bebt und rubbelt und ich manchmal selber mir nur noch am Kopf fassen kann und ich lache auch nicht immer, weil man immer sagt, der immer lacht oder der immer lacht und das stimmt nicht. Ich lache nicht immer, ich heule genauso wie ihr, ich bin auch nur ein Mensch. Mich belasten die Situation weltweit auch, aber ich lasse mich nicht mehr in Rage bringen, weil ich weiß etwas, was die wenigsten wissen und deswegen, es ist alles gut. Ja, also die geistige Welt hat da schon recht. Ja, es wird positiv für uns alle. Ab jetzt werden. Und wir gehen mit voller Licht und Liebe ins 2017. Gesund und munter. Herzlichen Glückwunsch mit dem Licht der Engel für die gesamte Menschheit weltweit. Glückwunsch. Und ich sende euch alles Liebe, alles Liebe, ganz viel Glück, Harmonie und Frieden. Erst in euch selber und dann weltweit. Alles Liebe, euer Micha.